Leute, was geht? Wir machen ein Opening. Der Eric, aka Xetra, der kann nicht singen. Verborgenes Schicksal, die Top-Trainer-Box. Ja, jetzt habe ich keinen Reim mehr auf Box. Macht nichts. Das haut euch aus den Socks. Aus den Socks. Ja, ich musste halt ein bisschen Denglisch machen. Ich grüße euch zu diesem frohen Opening von der Top-Trainer-Box. Von verborgenes Schicksal, die ich wieder erfolgreich nicht aufkriege, weil die ist so schön eingepackt, dass ich sie wieder nicht aufkriege. Der Inhalt ist klar. Wir werden dieses gute Stück aufmachen. Es sind 10 Booster drinne von verborgenes Schicksal. Wir haben eine ergattert im Laden des Vertrauens und die machen wir natürlich auf. Der Inhalt ist klar. Wir haben hier ein schönes Papier, Infos für die Spieler. Es sind hier auch Shiny Pokémon drinne, aber eben noch im GX-Format. Und da hofft man natürlich hier was Schönes rauszuziehen. Glurak. So die absolute Waifu, die wäre natürlich auch eine schöne Sache. Ja, Glurak ist auch okay. Aber hier, die gute sind ja, die ist. Oder ja. Oh, ja. So ein bisschen was Güldenes, das wäre auch nicht schlecht. So, machen wir aber das Dingelchen mal auf. Da haben wir auch noch mehr Stuff drin. Wir haben, ja, wichtig, GX-Counter und was auch immer drin. Dann haben wir noch wichtiger die Energiekarte. So, ich mache hier den Quatsch erstmal hier ein bisschen zur Seite. Ja. Dann haben wir die Promo. Die ist so Da schön. Lavados, Zapdos und Arctos GX. Eine unglaublich schöne Karte. Lassen wir hier auch erstmal drin. Die hole ich jetzt hier nicht raus. Dann haben wir ganze 10 Booster von verborgenes Schicksal. Es ist insane. Ich liebe dieses Set. Dann haben wir Kartenhüllen mit dem legendären Trio aus Kanto. Natürlich wichtig, Würfel. Würfel. Also Würfel kannst du jedes Würfelspiel dann machen. So, hier haben wir die Top-Trainer-Box zum verborgenen Schicksal. Da wird, denke ich mal, die Promo drin sein. Könnt ihr wegen meiner haben. So, das vernichte ich mal kurz. Und dann haben wir hier so Trennschieber, die man anscheinend so reinmacht. Ich habe es bis heute noch nicht gecheckt. Ich glaube, ich werde es auch nie lernen. Egal, wie viele Leute mir das irgendwie sagen oder auch nicht. Ist ohne Ich Stadt bin dran. im Prinzip nicht affin. Ich nehme auch ehrlich gesagt die Top-Trainer-Boxen gar nicht, um da Karten reinzupacken, weil, keine Ahnung, Wir nehmen das Tinboxen. geht in meine Tinboxen schön rein und dann ist schick. So, ich mache hier keine großartige Mischung. Ich mache hier so ein bisschen Rumgewurschtel, so wie immer. Ich bin sehr aufgeregt. Und dann öffnen wir das erste Pack, verbogenes Schicksal. Wünscht mir Glück. Vielleicht haben wir diesmal First Pack Magic. Ich calle sowas sehr, sehr gerne. So, viele Leute haben Last Pack Magic. Ich habe oftmals ein First Pack Magic. Und dann kommt halt nichts mehr. Aber es hat sich dann für den ersten Moment gelohnt. Und dann kommt der Moment, da wird man gierig. So, ich krieg dieses Pack wieder offiziell erfolgreich nicht auf. So, ich möchte es halt nicht aufrupfen und zerstören. Geh doch jetzt mal auf, du. Ist das eine Sau? Guckt euch das an. Hier, ich habe die ganze Zeit hier rumgefummelt wie ein Weltmeister und dann hier sowas. Da den Glurak erstmal enthauptet. So. Ihr kriegt den hier. Ja, das ist immer so. Man wurschtelt da Ewigkeit. Ich glaube, ich musste doch alle aggressiv aufreißen. Ich glaube, mir bleibt einfach nichts anderes übrig. Ihr seht hier an Glurak. Ich habe gehofft, es geht anders, aber. Nicht schön, nicht schön. So, Roxana. Georock mit der Schlammblavide. Porenta. Ich finde die Artworks auch so süß. Paras. Besonders das Rettern hier. Ist echt nice. Anton, der MVP. Sterndu. Pipi. Trassler, schon kleine Shiny abgeholt und misst die noch als Holo hinterher. Nice. Ist für manche die Waifu, aber es gibt andere Pokedamen, die da echt noch eine Spitze drüber sind. So, Trassler. Wunderschön mit Schön. Diebeskuss. Es gab ja damals noch Feenkarten. Ja, es gab sie nicht, dann Schön. gab es sie und jetzt gibt es sie, glaube ich, wieder nicht. So. Aber ja, gut. Seid ihr traurig, dass es den Feen-Typen so nicht mehr gibt? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Mir ist es eigentlich, ehrlich gesagt, mehr oder weniger egal, denn es gab auch Drachentypen, die ich sehr cool fand. Und die haben sie irgendwie auch rausgenommen. Und im Prinzip ist es schon eine Neuerung, ja. Aber früher gab es den halt auch nicht, so den Typ. Unlicht und Stahl hat sich etabliert. Aber Drache, und also es gibt nicht jeden Typen einzeln so als Typ im TCG-Format. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so problematisch, ehrlich gesagt. Aber es könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr das
schlimm findet oder nicht. Vielleicht finden ja manche die Feenkarten auch sehr schön. Die Drachenkarten sind ja auch sehr schick, muss man schon sagen. Auch die es als EX-Variante dann gab. Das war schon krass. So, Stern, du haben wir hier, Rettern, anderes Format von Rettern. Pipi und Pixie noch hinterher. Ja, da haben wir hier schon die beiden Knubbels. So, aber Pipi ist ein starkes Pokémon, besonders im Videogame-Format. Das ist echt krass. Also, wie oft ich schon an dem Pipi verzweifelt bin. Manchmal fällt man ja vom Glauben ab, was da so los ist. Und ich muss sagen, die öffnen sich echt schwer. Die heute öffnen sie sich echt schwer. Also die wehren sich so ein bisschen, aber gegen meine Gier des Öffnens haben sie keine Chance. So, deswegen geht es jetzt hier prompt weiter. Ich hoffe ja vielleicht noch so eine Kirlia in Shiny zu ziehen, das wäre auch cool. So, Sichlor ist natürlich auch immer dabei. Pipi, dann Tragosso, Pummeluff, Evoli, Raupi. Vielleicht macht er wieder einen Gain-Counter, das wäre auch sehr lustig. Dann haben wir hier Roccos Durchhaltevermögen. Und das legendäre Trio in Full Art. Ja! Nice! Das ist so eine Wanted-Karte von mir. Drei Heizband-Legenden der Lüfte. Guckt euch diese Karte an. Die muss ich gleich hier erstmal reinpacken. Die ist echt der Hammer. Ich finde das Trio genial. Absolut. Absolut bezaubernd. Die sind echt schick. Die sind wirklich schick. Jetzt kann man sie hier eigentlich im Prinzip auch zu der Promo dazu packen. Denn wenn wir jetzt die nochmal ziehen, ich finde ja selbst die reguläre GX-Variante, finde ich atemberaubend schön. Also für eine normale GX-Karte ist die atemberaubend schön. Das muss ich hier erstmal aussagen, sozusagen. Das muss ich wirklich so sagen. Für eine normale GX-Karte ist die wirklich bezaubernd. Also es gibt wenige GX-Karten, wo ich so sagen würde, wow, die sehen wirklich absolut schick aus. Aber das ist so eine davon. Das ist krass. Krass. So, wir haben hier die Fairy Energy. Die Pokémon Center Dame. Die sieht ein bisschen crazy aus. Die hat einen creepy Blick. Safcon. Ah, Safcon kann Härten einsetzen. Keine Chance. Sabrina. Rettan. Den Raupi. Paras. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass die Full Art jetzt ganz hinten war. Ich dachte, die sind auf dem vorletzten Slot. Oder sind das nur die Shinies? Pipi. Schlinking in Shiny Full Art. Was? Und Roccos Training in Holo noch hinterher. Auf dem vorletzten? Ja, das ist, was ich gerade gesagt habe. Die sind ja eigentlich auf dem vorletzten, aber ich war jetzt so verwirrt, dass die auf dem letzten waren, weil sie keine Shiny sind. Schlinking. Ist schon eine krasse Veränderung, dass der eigentlich schwarz ist mit Gelb und in Shiny einfach mal weiß und orange. Hammer nice. Ich finde das immer schön, wenn die Karten andere Farbe haben als die Energiekosten. Das ist hier der Fall. Einwandfrei in Shiny. Hammergeil. So. Aber auch ich muss auch festhalten, Roccos Training, das Onyx sieht echt lieb aus. Dafür, dass er so im Anime immer richtig geballert hat, sieht er da echt harmlos aus. Dann gucken wir mal, was uns Mew bringt. Das mysteriöse Pokémon. Gain Counter auf 2. Ich glaube, sie lädt uns die Pulse so ein bisschen auf mit dem Gain. Also sie macht, sie bringt da so die Finesse mit rein, praktisch. So, die müssen wir auch wieder komplett zerstören. Die gehen alle so schwer auf. Aber das ist alles kein Problem für uns, denn wir kriegen alles auf. So, eine Water Energy. Dann haben wir hier Kogas Falle, Roccos Durchhaltevermögen und Misty noch, alle Arena-Leiter hier oder was in dem Pack. Glumanda, dann könnte auch den Champ hier schon drin haben. Fleckmon und Anton, die absolute Brain-Elite. Pipi, Sichlor in Reverse. Oh. Und da haben wir auch noch die! Ist ja geil, ich hab's vorhin schon gesagt. Die hatte ich noch nicht gehabt. Lavatas, Zapdos und Arctos GX. Die reguläre GX-Karte, das ist die ich gemeint habe. Die ist selbst als reguläre GX-Karte, sie ist einfach unglaublich schön. Also ich finde sie wirklich, auch weil ich Kanto super finde. Aber gut, ich habe auch ein Kanto gestartet. Aber ich finde die wirklich so atemberaubend. Ich packe euch hier alle dazu. Jetzt haben wir hier dreimal das Trio.
praktisch schon 9. Aber jetzt kann ja im Prinzip auch noch die Rainbow dazukommen, weil das wäre ja sonst ein bisschen unfair, so den anderen 3 gegenüber, wenn die jetzt hier nicht kommen würden. Schreibt es in die Kommentare. Kanto Trio in die Kommentare. Die werden wir jetzt hier mal raussnacken. Ich sag's euch, ihr braucht einfach eine Frau in eurem Video und die muss gähnen. Ihr seht's jetzt, sie hat jetzt bei jedem Pack gegähnt. Klappt aber nicht mit und jeder es war Frau. Und es war ein Hit drin. Das klappt nicht mit jeder Frau, wäre ja blöd. Ich prophezei euch jetzt, wenn jetzt hier nochmal ein Hit drin ist, dann ist es definitiv wegen ihrem Gähnen. Definitiv. Das will ich jetzt mal sehen, ich bin gespannt. Ja, vielleicht hast du jetzt einmal zu viel gegähnt. Nur einmal gähnen pro Pack, bitte. Weil sonst klappt das vielleicht nicht. Das müssen wir jetzt mal überprüfen. So, Darkness Energy, Major Bob, Mistys Entschlossenheit, jetzt haben wir hier wieder ganz viele Arena-Leiter, Rosana, Kleinstein, Tragosso mit dem Scharfschuss, Evoli, Pipi, Anton, eine Reverse Energie und Arbok. Siehst du, weil du zweimal gegähnt hast. Und jetzt kommt noch ein Gainer. Das müsst ihr jetzt schon, zählt mal bitte mit. Ich glaube, ich zähle 5. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Die Nächte sind so kurz. Und verborgenes Schicksal ist auch zu kurz, aber wir machen es gerne auf. Wenn man es ordentlich, vernünftig aufkriegen würde, was auch so ein Fall ist. Ich bin dazu immer nicht in der Lage. So, aber oh, jetzt hat es relativ gut geklappt. Ja, vielleicht hast du jetzt auch einmal zu viel gegähnt, dass jetzt hier ein Hit drin ist. Aber bei Samus, die Box hat sich jetzt an sich schon mit der Auswahl echt gelohnt gehabt. Und du hör jetzt mal auf mit deinem Gehen, ey. Mensch. Bin müde, lass mich. Ja, schön. Wenn du Nachtdienst hast, kann ich immer nicht gut schlafen. Also ich bin nicht am Gehen, weil wir sind gerade hier eigentlich im Hype, ne? So, Fleckmann haben wir hier. Oh, Carpador, es wird immer besser. Pikachu, süß. Grüße gehen raus an Pikarik. Voltoball. Man muss ja im Prinzip ja fast jeden grüßen. Jetzt haben wir noch Fire Energy dazu. Und Mew. Mew ist auch süß. Nicht in Holo. Gibt es hier ein Holo in dem Set? Aber die Fire Energy noch dazu. So, jetzt muss auch noch die Wasserenergie dazu kommen. Das wäre jetzt wirklich nicht schlecht. So, wir haben hier. Die Energien sind ja auch die wertvollsten. Du kommst zum Schluss. Bei dir habe ich was im Gefühl. Und du wirst ein würdiger, ein würdiger Starter. So, wir haben jetzt, glaube ich, schon ein Glurak-Pack gehabt. Am Anfang, glaube ich sogar. Aber du wirst jetzt nochmal hier ordentlich... Komm, eine Mini-Shiny wirst du uns jetzt bringen. Eine Mini-Shiny. Ich bin ja ein bisschen scharf auf Kirlia. Und ich glaube, Gardevoir gibt es nur ein Shiny Full Art, glaube ich. Aber das wäre der Hammer, wenn wir die so als Set vervollständigen könnten. Wir haben hier eine Stahlenergie. Die Center-Dame mit dem creepy Blick. Safcon, krass. Sabrina. Incarpador. Rettan. Voltoball. Kleinstein. Nochmal Pikachu. Oh, Chabelle, ich hab's doch gesagt. Was kommt hier noch? Geowatz. Wichtig bei Geowatz, das Watz. Ihr könnt nicht... Betont es. Nicht Geowatz, sondern das muss man richtig betonen. Das ist ein Steinklotz. Geowatz. Es muss so ein bisschen von unten. Watz. Versteht ihr das? Verstehst du das? Ihr könnt das gerne probieren. Also ihr könnt es gerne zu Hause probieren. So ein bisschen zu watzen. So, das ist wichtig, damit man Geowatz so das gewisse Etwas verleihen kann. Das ist bei einem Geowatz wichtig. Es ist ein Gesteins-Pokémon, deswegen es ist nicht so ein weiches, so ein Geowatz. Nein. Geowatz. Das ist richtig krass. Aber ich finde, es funktioniert auch nur wirklich bei Geowatz so richtig gut. Weil der Watz halt richtig. Rihorn, das ist auch nicht so ein... Der watzt dich so. Deswegen... Hashtag Watz. So. Hätten wir das auch geklärt. Junge. Watz. Geo Watz. Rockos Arena. Jetzt kommt hier auch noch Giovanni dazu. Koga. So ein bisschen wie die Gym-Reihe. Erinnert mich gerade so ein bisschen dran. Pipi. Sternlu. Pummelos. Rettan. Reißlaus. Und Elektroball. Aber Reißlaus ist ebenfalls wieder eine Shiny. Tektas gibt es auch als Shiny Full Art in dem Set. Ist auch echt nice. Also die Box, die gönnt hier wirklich. Es ist, wir haben hier in 10 Packs, also in 9 Packs, die wir bisher aufgemacht haben, haben wir 6 Hits drin gehabt. Das ist echt krass. Und du wirst unser Last Pack Magic.
Charizard in Charizard. Sie macht einen Glücksgainer. Manchmal muss man das Pack streicheln. Dann verteilt sich sozusagen die Hit-Ratio. Die verteilt sich dann so ein bisschen. Und dann wird das Pack besonders geschmeidig, so zart im Schmelz, süffig im Abgang. Eine wahrliche Komposition an Hits. Einwandfrei. Das kommt. Jetzt geht's ab. Der Code ist für euch. Attacke. Zieht was Geiles draus. Jetzt kommt unser Card-Trick. Ich mache jetzt mal den hier. Den habe ich mir abgeguckt. So. Den habe ich mir... Sonst mache ich das eigentlich nicht, weil wegen meiner kann es auch auf dem vorletzten Slot sein. Aber das probieren wir jetzt mal. Ich bin aufgeregt. Mal gucken, was drin ist. Pummeluff, Smogon. Wir müssen aber jede Karte würdigen. Rettern. Raupi. Smogon ist die seltene. Und die letzte ist Kogas Falle. Aber Koga ist trotzdem nicht schlecht. Das sieht hier fein in dem Video voll krass aus. Dieses Leuchten, dieses Schimmern. Ich mag die trotzdem. Aber gut. Das hat nicht geklappt, aber wir sind natürlich freche Boys. Wir sind richtige... Was ist denn die Mehrzahl von Geowatz? Wir Geowatze. Sind Geowatze. Wir sind griechische Geowatze. Deswegen haben wir nicht nur hier... Geowatzis. Geowatzis. Deswegen haben wir hier wunderschöne Puls rausgezogen. Wir können ja die Promo im Prinzip noch mit dazu ziehen. Also ordentlich was gegönnt. Und haben natürlich noch eine Top-Trainer-Box uns ergriffen. Deswegen, ich kann es euch nur immer wieder sagen, unterstützt die lokalen Händler. Unterstützt sie. Nicht immer Internet. Das Internet, das hat alles keine Zukunft. So. Aua. Ich hoffe, euch hat dieses Opening Spaß gemacht. Abonniert gerne, um nichts zu verpassen. Natürlich der Like. Der Like muss da sein. Ne? Wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen und hören wir uns in weiteren Pokémon-Openings, wenn wir hier wieder... shiny Ausbeuten haben. Also Leute, bis dahin und macht's gut, euer Xetra. Tschüss.